Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon. Elvis Presley, der King of Rock and Roll. Sein kometenhafter Aufstieg ab Mitte der 50er Jahre machte ihn zu einem der ersten internationalen Superstars. Mehr als 1 Milliarde Platten soll er verkauft haben. Am 16. August 1977, um 3 Uhr nachmittags, verlöscht sein Stern. Elvis stirbt im Badezimmer seines Hauses in Memphis. Er wurde nur 42 Jahre alt. Der plötzliche Tod einer der berühmtesten Persönlichkeiten weltweit löste sofort Spekulationen aus. Bis heute liegen die Umstände seines Ablebens im Dunkeln. Elvis was not a well man. Ihm ging es nicht gut. Ich bin erstaunt über die Anzahl möglicher Todesursachen. Die meisten seiner Organe waren doppelt so groß wie gewöhnlich. Er litt an Verstopfung und nahm eine Menge Medikamente. Die Frage ist, was genau führte letztendlich zum Tod von Elvis Presley? Richard Shepard ist forensischer Pathologe und obduziert seit mehr als 25 Jahren Leichen. Er hat dabei geholfen, die Umstände des Todes von Prinzessin Diana zu klären und Opfer der Anschläge vom 11. September untersucht. Das ist der Obduktionsbericht von Elvis Presley. Zusammen mit anderen Unterlagen kann man damit rekonstruieren, wie Elvis gelebt hat und woran er so plötzlich gestorben ist. Nur wenige Stunden nach seinem Ableben wurde der Leichnam von Elvis Presley obduziert. Auf Druck der Medien wurden erste Ergebnisse noch vor Beendigung der Untersuchungen veröffentlicht. Basically, it is a natural death and due to the cardiac arrhythmia, which is an irregular beating of the heart. Solche Herzrhythmusstörungen gehen dem Herzstillstand fast immer voraus. Die Frage ist, wodurch wurde die Herzrhythmusstörung ausgelöst? Seit fast 40 Jahren reißen die Spekulationen über Elvis Presleys Tod nicht ab. Aber was geschah in den letzten Stunden seines Lebens wirklich? 16 Uhr, 15. August 1977, Graceland, Memphis. Elvis wacht neben seiner Verlobten auf, der 21-jährigen Ginger Alden. Die letzten 24 Stunden seines Lebens haben begonnen. Ein so später Start in den Tag ist für den King of Rock'n'Roll die Regel. Am kommenden Tag beginnt eine aufreibende 12-tägige Tour. Die Verkaufszahlen seiner Platten sind eingebrochen. Und obwohl er Millionen verdient hat, steckt Elvis in finanziellen Schwierigkeiten. Bis zu 50% sämtlicher Einnahmen fließen in die Taschen seines Managers Tom Parker. Nur mit Konzerten kann Elvis dafür sorgen, zahlungsfähig zu bleiben. Für eine aufwendige Bühnenshow war Elvis in denkbar schlechter Verfassung. Es gibt keine Daten zu seinem Körpergewicht am Todestag, aber es dürfte bei 100 Kilogramm gelegen haben, bei einer Größe von 1,80 Meter. Das ergibt einen BMI von 31. Er war also adipös. Zudem hatte er einen hohen Cholesterinspiegel, der ebenfalls mit der Fettleibigkeit korrespondiert. Seit einigen Jahren kämpfte Elvis mit seinem Körpergewicht. Als er so zulegte, machte ich mir große Sorgen. Elvis war nicht gerade ein Gourmet und aß eher gewöhnliche Südstaatenkost. Wenige Ballaststoffe, viel Cholesterin und Fett, so mochte es Elvis. Am liebsten in Form von Chicken Wings, Cheeseburgern oder gewaltigen Erdnussbutter- und Specksandwiches. Ein Heer von Mitarbeitern bereitete ihm solche Sachen 24 Stunden am Tag zu. Er konnte also ständig schlemmen.
Elvis Aaron Presley kam 1935 in Tupelo, Mississippi, zur Welt. Die Liebe zur schweren Südstaatenkost legten ihm seine Eltern in die Wiege, genauso wie die traditionelle Gospelmusik. Wir lernten uns mit 12 kennen. Er belegte in der Schule einen Musikkurs. Ich wusste nicht, was es war, aber er war schon damals anders. 1954 machte der Rest der Welt dieselbe Erfahrung. Im Alter von 19 Jahren veröffentlichte Elvis seinen ersten Hit, That's Alright. Die Popmusik sollte sich nachhaltig verändern. Auf der Bühne verwandelte er sich in einen ganz anderen Menschen. Ich wusste nicht, dass so etwas in ihm steckte. Es folgten 165 Songs, mit denen er in den Popcharts vertreten war und geschätzte 1 Milliarde verkaufte Tonträger. Wenn er auf der Bühne sang, dachte man, er macht das nur für dich. Das war eine Gabe. Er war ein wunderschöner Mann. Ich kenne kein Foto, das seinem Aussehen wirklich gerecht wird. Doch mit 40 Jahren waren die Zeichen eines körperlichen und geistigen Verfalls nicht mehr zu übersehen. Wir kennen Elvis nur mit dichtem, pechschwarzem Haar. Aus dem Obduktionsbericht geht hervor, dass es gefärbt war. Als ich ihn untersuchte, waren seine Haare an den Wurzeln weiß. Der Arzt Dan Wallach spielte eine entscheidende Rolle bei der Obduktion von Elvis Presley. Er war einer der ersten vor Ort und unterstützte die Pathologen dabei, die Leiche zu sezieren und zu untersuchen. Er hat seine Haare pechschwarz gefärbt. Ich spreche heute von Elvis Schwarz. Hätte er das nicht getan, wären sie schneeweiß gewesen. Mit 42 wären ein paar graue Haare nicht der Rede wert gewesen. Aber dass er vollständig ergraut war, ist erstaunlich. Es gibt 2 Erklärungen dafür. Es könnte eine genetische Veranlagung vorgelegen haben. Und Stress wäre eine mögliche Ursache. Wahrscheinlich spielten beide Faktoren eine Rolle. Memphis, gegen 20 Uhr, 15. August 1977. Freunde und Angestellte des Sängers, bekannt als die Memphis Mafia, versammeln sich in Graceland. Am nächsten Abend sollen sie ihn auf der anstehenden Tour begleiten. Doch Elvis wird die Bühne nie mehr betreten. Auch seine damals 9 Jahre alte Tochter Lisa Marie aus der Ehe mit Priscilla Presley ist anwesend, ebenso wie sein Vater Vernon. Ich erinnere mich an seine Worte. Guck dir das an. Ich muss mich um alles kümmern, damit die ihre Sachen erledigen können. Er hatte eine große Verantwortung. Elvis unterstützte zahlreiche Familienmitglieder und Freunde finanziell. Einige lebten bei ihm in Graceland. Außerdem beschäftigte er 5 Bedienstete, einen Arzt, Betreuerinnen, Sicherheitsleute, einen Friseur und einen Piloten. Sein Konto wies bei seinem Tod ein Plus von 1 Million Dollar auf. Die Leute dachten, nur 1 Million? Wo ist das ganze Geld hin? Er verschenkte Cadillacs. Ich habe 2 bekommen. Und er hat 2 Operationen bezahlt. Er war sehr großzügig. Wenn er wusste, du brauchst etwas, traust dich aber nicht zu fragen, dann gab er es dir einfach. Er hatte seine Freude an den Reaktionen. Er beschäftigte aber auch eine Menge Leute auf der Tour und musste alleine dafür sorgen, dass das Geld reinkam. Diese Verpflichtungen lasteten schwer auf ihm. Um Graceland und sein Gefolge zu unterhalten, musste er weiterarbeiten. Laut den Unterlagen war Elvis nicht in der Verfassung, auf Tour zu gehen. Vor allem der Bericht des Internisten ist sehr aufschlussreich. Er litt eindeutig an einer Fettleber. Diese Fetteinlagerungen weisen auf eine Funktionsstörung der Leber hin. Das Fett wird nicht abgebaut. Seine Leber war sehr groß, aber er litt nicht an einer Zirrhose. Das zeigten auch die Gewebeproben. Auch wenn keine Zirrhose vorlag, war seine Leber doch extrem groß. Mit 3500 Gramm wog sie doppelt so viel wie eine normale Leber. Ich habe selten eine so große Leber gesehen.
Die Ursachen sind für gewöhnlich Alkoholmissbrauch. Mindestens ein Liter Spirituosen täglich. Für Elvis war Alkohol ein Tabu. Er wollte damit nichts zu tun haben. Vor allem, weil er wusste, wie sich Menschen unter Alkoholeinfluss benahmen. Es gab einige Alkoholiker in seiner Familie. Neben Alkohol gibt es einige andere Ursachen für eine Fettleber. Die nächste naheliegende ist Drogenmissbrauch. Er nahm kein Kokain und kein Marihuana oder andere harte Drogen, aber er war medikamentenabhängig. Es gab Gerüchte, dass er drogensüchtig war. Manche Leute vermuteten auch, dass er an einer Überdosis gestorben war. War Medikamentenmissbrauch die Todesursache im Fall des King of Rock'n'Roll? Am 16. August 1977 ging die Nachricht um die Welt. Elvis Presley war im Bad seines Hauses in Memphis, Tennessee, gestorben. Weltweite Trauer begleitete den frühen Tod des King of Rock'n'Roll. Er wurde nur 42 Jahre alt. Der forensische Pathologe Richard Shepard hat Elvis Presleys Obduktionsbericht studiert und die letzten Stunden im Leben der Musiklegende rekonstruiert. Woran ist Elvis Presley gestorben? Elvis war gesundheitlich angeschlagen, aber eine klare Todesursache ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Er war fettleibig, wohl aufgrund seiner schlechten Ernährung. Und seine Leber war außergewöhnlich groß. Auch dieser Befund könnte auf seine Ernährung zurückzuführen sein. Möglicherweise aber auch auf Medikamentenmissbrauch. 22.30 Uhr, 15. August 1977. Elvis leidet an Zahnschmerzen. Trotz der späten Uhrzeit will er einen Zahnarzt aufsuchen. Für den King of Rock'n'Roll stehen solche Dienstleistungen rund um die Uhr zur Verfügung. Elvis blieb nächtelang wach und schlief tagsüber. In der Unterhaltungsindustrie geht es erst abends los und dann muss man auch wieder runterkommen. So hat er gelebt. Es war auch leichter für ihn, sich frei zu bewegen. Am Tag hätte es einen Aufruhr gegeben, die Massen hätten ihn aufgehalten und er hätte Millionen Autogramme geben müssen. Die Angst vor aufdringlichen Fans war nicht der einzige Grund für diesen Lebensstil. Elvis litt unter chronischer Schlaflosigkeit. Das ist der toxikologische Befund. Daraus geht hervor, dass er zum Todeszeitpunkt nicht weniger als 9 verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen hatte. 4 davon waren Schlafmittel. Einschlafmittel einzunehmen war in den 70er Jahren nicht ungewöhnlich. 4 dagegen schon. Alle machen sehr stark abhängig. Weil ihm die Medikamente verschrieben wurden, hielt er sie nicht für schädlich. Er schlief sehr schlecht, also nahm er sie. Ein paar Tage vor seinem Tod rief er mich um 2 Uhr nachts an und wollte, dass ich vorbeikomme. Ich tat es und fragte, was ist los? Er sagte, er könne nicht schlafen. Ich habe mich zu ihm gesetzt, meine Hand auf seinen Arm gelegt. Und gegen 6:30 meinte er dann, jetzt geht's wohl. Schlaftabletten wirken auf das Zentralnervensystem. Man wird müde und schläft ein. Für gewöhnlich reicht dafür eine Tablette. Aber bei Elvis trat ein Gewöhnungseffekt ein. Er brauchte mehr, um schlafen zu können. Schon als Kind litt Elvis an Schlafstörungen. Im Alter von 23 Jahren verschlimmerten sich die Symptome durch ein dramatisches Ereignis. Er war schwer erschüttert, weil seine Mutter gestorben war. Er nahm ein Kleidungsstück und presste es an sein Herz. Er weinte 2 Tage lang ununterbrochen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so am Boden zerstört war.
Er war am Ende. Er hat seine Mutter vergöttert. Das wurde in jedem Gespräch deutlich. Er glaubte, ohne sie nicht mehr leben zu können. Wäre sie nicht so früh gestorben, würde Elvis vielleicht heute noch leben. Das war ein großer Verlust, der eine Lücke hinterließ. Er wusste nicht, wie er sie füllen könnte. Jedes Laster, das ihm dabei helfen könnte, käme ihm gelegen. Schlaftabletten waren nicht die einzigen Medikamente, die Elvis einnahm. Aus dem toxikologischen Bericht geht hervor, dass er Diazepam nahm, also Valium, ein Medikament zur Behandlung von Angstzuständen. Außerdem konnte Amitriptylin nachgewiesen werden, ein Antidepressivum. Eine solche Kombination würde man bei einem Menschen vermuten, der unter schweren Angstzuständen leidet. Studien zeigen, dass Schlafstörungen viele physiologische und psychologische Beschwerden nach sich ziehen können. Wer zu wenig schläft, leidet häufig an Angstzuständen und Depressionen. Dass er zudem nächtelang aufblieb, wird seine Stimmung zusätzlich beeinflusst haben. Um 0.28 Uhr kehrt Elvis vom Zahnarzt zurück, wahrscheinlich mit Schmerzmitteln. Der Fan Robert Cole hat das letzte Foto des lebenden Elvis aufgenommen. In rund 9 Stunden wird er sterben. Laut toxikologischem Gutachten konnte das Schmerzmittel Codein in seinem Blut nachgewiesen werden. Eigentlich kein Grund zur Beunruhigung, aber die Menge war erschreckend hoch. Der Wert deutet darauf hin, dass er unter enormen Schmerzen gelitten haben muss. Nicht nur die Zähne bereiteten Elvis in dieser Nacht Qualen. Hinter seiner dunklen Brille verbarg er ein ebenso schmerzhaftes Geheimnis. Aus ärztlichen Unterlagen geht hervor, dass er an einer Augenkrankheit litt, einem sogenannten Glaukom. Diese, auch grüner Star genannte Krankheit, führt zu einem erhöhten Augeninnendruck, der sehr schmerzhaft sein kann. Dieses Problem und die Zahnschmerzen könnten erklären, warum er so viel Codein nahm. Dieser Mann nimmt also eine Reihe von Medikamenten, Schlafmittel und Schmerztabletten mit sedierender Wirkung. Erstaunlich, dass er es überhaupt aus dem Bett geschafft hat. 2.15 Uhr morgens. Elvis telefoniert mit seinem privaten Arzt George Nikopoulos, auch genannt Dr. Nick. Stammelnd bittet er um weitere Medikamente und Schmerzmittel. Nikopoulos willigt ein und stellt ein Rezept aus. Dies ist eine Kopie des Rezepts, das Dr. Nick in der Nacht, bevor Elvis starb, ausgestellt hat. Es enthält eine merkwürdige Kombination von Medikamenten. Bemerkenswert ist, dass auch 2 Amphetamine aufgeführt sind, Dexedrin und Bifetamin. Das sind legale Varianten von Speed. Beide wurden nicht in Elvis' Blut nachgewiesen. Dennoch vermute ich, dass er diese Stimulantien benötigte, um die Wirkung der betäubenden Medikamente zu schwächen. Er nahm Schlaftabletten. Irgendwann wurden es zu viele. Morgens brauchte er dann Tabletten, um wach zu werden. Das alles hat Spuren hinterlassen. Aus seinem Medikamentengebrauch wird klar, dass Elvis diese Tabletten brauchte, um zu funktionieren. Sedierende, um schlafen zu können, aufputschende, um aufzuwachen. Wir wissen heute, dass eine solche Medikation extrem gefährlich ist und psychische und physische Schäden verursacht. Er brauchte sie, um sein Leben zu kontrollieren. Und dann kontrollierten sie ihn. Er wird diesen Wandel selbst nicht bemerkt haben. Elvis nahm eine Reihe verschreibungspflichtiger Medikamente ein. Mit Ausnahme von Codein waren sie aber nur in geringen Dosen nachweisbar. Keines dieser Arzneimittel hat für sich genommen eine lebensbedrohliche Wirkung. Allerdings gab es ein Präparat, von dem eine unmittelbare Gefahr ausging.
Die stärkste und gefährlichste Arznei, die Elvis eingenommen hat, ist Demerol, auch bekannt als Meperidin oder Petidin. Dabei handelt es sich um Opioide, die ähnlich wie Heroin direkt auf das Gehirn wirken, um Schmerzen zu lindern. Bei Demerol handelt es sich um ein Medikament, das gewöhnlich nur Menschen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus verabreicht wird. Warum nahm Elvis es ein? Nach dem Tod seiner Mutter erlebte Elvis 16 Jahre später eine zweite persönliche Tragödie, die Scheidung von seiner Frau Priscilla 1973. Elvis entwickelt Depressionen und nimmt zu. Es war ein weiterer Verlust in seinem Leben. Ich glaube aber, am meisten hat ihn die Tatsache verletzt, dass ihm ein anderer Mann Priscilla genommen hatte. Es ging um männlichen Stolz, darum, dass seine Mitmenschen denken konnten, sieh an, Elvis verliert seine Frau. Die Scheidung könnte aber auch mit seiner Demerol-Abhängigkeit zusammenhängen. Es handelt sich um ein Medikament, das benommen und orientierungslos macht. Es besteht die Gefahr der Abhängigkeit und Überdosierung mit tödlichem Ausgang. Allerdings konnte das Medikament nicht im Blut, sondern nur in der Leber und den Nieren nachgewiesen werden. In den letzten 24 Stunden vor seinem Tod hat er es nicht genommen. Demerol hat den Tod von Elvis nicht unmittelbar verursacht. 3 Uhr morgens. Elvis telefoniert mit seinem Stiefbruder Rick Stanley. Er soll ein Rezept einlösen. Ein weiteres Geheimnis kommt zutage. Elvis bezog seine Medikamente aus unterschiedlichen Quellen. Dr. Nick war ein guter Arzt. Die beiden anderen haben Leute in Graceland mit Medikamenten versorgt, die sie dann Elvis gaben. Dr. Nick hat das rausgefunden. Er hat uns angerufen und wir haben dann nachts den Inhalt der Pillen durch Zucker ersetzt. Elvis hat das aber gemerkt, weil sie nicht wirkten. Wenn er von Dr. Nikopoulos nicht bekam, was er wollte, hat er sich woanders besorgt. Nikopoulos hat dann versucht, das zu unterbinden. Es war schwer, Elvis etwas abzuschlagen. Er schrieb seinen Ärzten genau vor, was er von ihnen wollte. Du willst unbedingt das haben, was dich aufrecht hält. Der Medikamentenmissbrauch wird ausgeblendet. Du versuchst alles, um an das Mittel zu kommen. Die Auftritte wurden schlecht, weil er undeutlich sang und sich nicht bewegen konnte. Er vergaß den Text, was er mit Lachen überspielte. Das Publikum hielt es für einen Witz, aber tatsächlich war er in seinen letzten Jahren einfach in schlechter Verfassung. 4 Uhr morgens, 16. August 1977. Elvis hat nur noch wenige Stunden zu leben. Die meisten Bewohner von Graceland werden geschlafen haben, darunter sein Vater Vernon und seine Tochter Lisa Marie. Elvis dagegen ist hellwach. Er möchte eine Runde Racquetball spielen. Sein Cousin Billy Smith und dessen Frau Jo sind mit von der Partie. Elvis glaubt, dass er mit dem Sport sein Gewicht kontrollieren kann und fit bleibt. Am nächsten Abend steht der erste Auftritt im Rahmen der Tour in Portland, Maine an. Wegen der Konzerte wollte er wieder in Form kommen. Aber es war ein bisschen zu spät. 4.30 Uhr morgens. Elvis meinte es gut mit dem Sport, doch seinem Körper schadete er damit. Natürlich konnte er so Gewicht verlieren und sich fit halten. Aber die Obduktion zeigte, dass sich sein Herz vergrößert hatte und der Arteriendurchmesser aufgrund von Fettablagerungen in den Innenwänden um 50% geschrumpft war. Elvis litt an Arteriosklerose, einer Krankheit, die durch einen hohen Cholesteringehalt im Blut verursacht wird. Wir wissen, dass das bei Elvis der Fall war. Durch die Verengung der Blutbahnen werden die Organe nicht ausreichend mit Blut versorgt und arbeiten nicht mehr effizient. Das gilt vor allem für das Herz. Elvis war fettleibig, hatte einen hohen Cholesterinspiegel und ein schwaches Herz. Unter diesen Umständen war eine sportliche Betätigung nur in Maßen ratsam. 4.35 Uhr morgens. Elvis setzt sich ans Klavier. Das Publikum, sein Cousin Billy, dessen Frau und seine Verlobte Ginger. Elvis, der ewige Entertainer, will seine Gäste unterhalten.
Das waren seine beiden letzten Lieder. Blue Eyes Crying in the Rain, den alten Song von Willie Nelson und Unchained Melody. Gegen 5 Uhr will sich Elvis schlafen legen. Er begegnet seiner Tochter Lisa Marie, die ist noch wach. Er bringt sie ins Bett und gibt ihr einen Gute-Nacht-Kuss. Vor der Bettruhe verlangt Elvis weitere Schlaftabletten von Rick. Sein Stiefbruder liefert sie und Elvis versucht zu schlafen. Ich bedauere nur, dass ich nicht in der Lage war, Elvis zu helfen. Wenn man es versucht und eine Abfuhr erhält, dann haut man ab und schlägt die Tür hinter sich zu. Es gab Menschen, die sagten, du lebst ungesund, du musst was für deine Gesundheit tun, nimm eine Auszeit. Aber Elvis war der Meinung, es ist sein Leben. Ich habe alles im Griff. Nein, danke. Nachdem er auch um 7 Uhr noch nicht schlafen kann, bittet er um weitere Schlaftabletten. Auch die wirken nicht. Etwa eine Stunde später nimmt er eine dritte Portion. Trotz dieser erstaunlichen Dosierung findet Elvis auch an diesem Morgen keinen Schlaf. Dazu trägt auch ein weiteres Krankheitssymptom bei. Aus seiner Krankenakte geht hervor, dass er an starken Bauchschmerzen gelitten haben muss. Morgens um 9 sucht er das Bad auf. Ginger schläft weiter. Sie ahnt nicht, dass ihr Verlobter in Lebensgefahr schwebt. Wir wissen aus den Unterlagen, dass seine inneren Organe deformiert waren. Einige waren doppelt so groß wie normal. Das gilt auch für seinen Dickdarm. Der Durchmesser liegt gewöhnlich bei etwa 7 cm. Der von Elvis hatte sich auf rund 12 cm aufgebläht und war mit einer grauen, tonartigen Masse verstopft. Er muss tagelang keinen Stuhlgang gehabt haben. Eine unangenehme und schmerzhafte Situation. Dieser Befund war durchaus bekannt. Seine Verstopfung war gefährlich und hätte nach einem medizinischen Eingriff verlangt. Dr. Nikopoulos appellierte an Ärzte in Memphis, ihn am Dickdarm zu operieren. Die schreckten davor zurück. Elvis sei ein Superstar. Wenn etwas passierte, kämen sie in große Schwierigkeiten. Sie entschieden sich stattdessen für eine medikamentöse Behandlung, die nicht anschlug. Es wurde immer schlimmer. Schmerzmittel und Antidepressiva können auch die Funktion des Verdauungsapparats hemmen. Die Darmbewegung lässt nach und die Verdauungsreste werden nicht mehr abtransportiert. Der Darm dehnt sich aus, ein Befund, der auch bei Elvis vorlag. Er litt also an einer extremen Form von Verstopfung. 9.05 Uhr morgens. Das Unwohlsein des King of Rock'n'Roll muss zugenommen haben. Er las ein Buch, nicht gerade die richtige Lektüre zum Einschlafen. Es ging um Sexualstellungen und Sternzeichen. Schließlich bricht Elvis zusammen. Er lag auf der linken Seite, mit angezogenen Beinen, nicht in einer Kleinkindstellung, sondern mit dem rechten über dem linken Knie und dem Kopf auf dem Boden. Erst um 2 Uhr nachmittags bemerkt Ginger Elvis' Abwesenheit. Elvis?
Seit 5 Stunden liegt er im Bad. Er reagiert und atmet nicht. Ginger alarmiert sofort die übrigen Bewohner. Eine der Bediensteten ruft El Strada, einen der Wachleute, und den Tourmanager Joe Esposito zur Hilfe. Sie stellen fest, dass der Körper steif und kalt ist. Hals und Gesicht sind blau angelaufen. Eine Mund-zu-Mund-Beatmung ist nicht möglich. Der Kiefer lässt sich nicht bewegen. Ich vermute, dass die Leichenstarre bereits eingesetzt hatte. Dabei versteift die Muskulatur aufgrund chemischer Veränderungen im Körper. Dieser Prozess beginnt 3 bis 4 Stunden, nachdem der Tod eingetreten ist. Elvis war wohl schon tot, als Joe und Al das Bad betraten. Die Wiederbelebungsversuche waren aber richtig, weil sie sich nicht sicher sein konnten. Aufgeschreckt durch den Lärm eilt auch Elvis' Vater Vernon ins Bad. Vernon war außer sich. Er rief immer wieder, bitte stirb nicht. Er sah seinen Sohn und muss geahnt haben, dass es kein gutes Ende nehmen würde. Lisa Marie wollte sehen, was im Bad los war und rief, was ist mit meinem Papa? Aber Ginger ließ sie nicht rein. Um 14.33 Uhr erreicht der Notarzt Graceland. Obwohl er keinen Puls und Blutdruck feststellen kann, unternimmt er ebenfalls Wiederbelebungsversuche. Erst danach bringen Sanitäter Elvis ins Baptist Memorial Hospital in Memphis. Die Reanimationsmaßnahmen setzen sie fort. Ich ging auf die Intensivstation. Es war klar, dass er längst tot war. Sie versuchten, ihn wiederzubeleben. Und ich meinte, bitte, lass das. Warum haben die nicht erkannt, dass er tot war? Ich habe es sofort gesehen. Am 16. August gegen 15 Uhr wird Elvis für tot erklärt. Die Welt trauert angesichts des frühen Ablebens des King of Rock'n'Roll. Elvis Presley died today. He was 42. He was found at his home in Memphis, not breathing. At that moment I felt like Es kam mir vor, als hätte mir jemand ein glühendes Messer ins Herz gestochen. So habe ich mich nie zuvor in meinem Leben gefühlt. Ich habe gezittert, alle weinten und sein Vater umarmte mich und meinte, wir haben ihn verloren, ich habe meinen Sohn verloren, du deinen besten Freund. Das war der traurigste Moment meines Lebens. Ich war fassungslos. Warum haben wir nicht erkannt, wie schlecht es ihm ging? Wenn jemand ständig anwesend ist, bemerkt man es nicht. Er hatte einen so großen Einfluss auf mein Leben. Jeder dachte, er würde immer da sein. Das war ein sehr trauriger Tag. Die Obduktion der Leiche begann am 16. August um 19 Uhr. Noch bevor die Untersuchung abgeschlossen war, wandte sich die Krankenhausleitung überraschend mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit. Draußen warteten Tausende von Menschen. Die Medien warteten auf Informationen, was passiert war. Sie berichteten, dass die Leiche obduziert worden sei. Tatsächlich führten wir die Untersuchung noch durch. Und dann gab Dr. Francisco eine Erklärung ab, wonach Elvis Presley an einer plötzlichen Herzrhythmusstörung gestorben sei. Basically, it is a natural death and due to the cardiac arrhythmia, which is an irregular beating of the heart. And I know that that took. Die Pathologen des Krankenhauses waren ziemlich überrascht. Das gefiel ihnen gar nicht. They were very unhappy with that.
Gut möglich, dass kurz vor seinem Tod Herzrhythmusstörungen aufgetreten sind. Aber die allein können nicht die Todesursache sein. Eine solche Diagnose ist auch nicht mehr möglich, nachdem das Herz eines Menschen aufgehört hat zu schlagen. Warum also hat das Herz von Elvis Presley aufgehört zu schlagen? Dr. Richard Shepard hat die Krankenakte von Elvis Presley und den Obduktionsbericht eingehend studiert. Bis jetzt konnte ich einen Medikamentenmissbrauch feststellen, darunter Antidepressiva, Schmerzmittel und Schlaftabletten. Er litt unter Schlafstörungen, einer Fettleber und Gefäßverengungen. Er hatte Zahnschmerzen, einen grünen Star und eine schwere Verstopfung. Woran er tatsächlich gestorben ist, konnte ich jedoch nicht feststellen. Tritt der Tod plötzlich ein, untersuchen Pathologen einen Leichnam immer auch auf eine Lungenembolie. Bei einer Lungenembolie gelangt ein Blutgerinnsel über die Arterien in die Lunge und verursacht einen plötzlichen Tod. Embolien treten verstärkt bei Personen auf, die die Toilette aufsuchen. Elvis ist auf der Toilette zusammengebrochen. Die Pathologen untersuchen den Leichnam deshalb auf Anzeichen einer Embolie, fanden aber keine Hinweise. Lässt sich anhand des Obduktionsergebnisses und der Situation am Fundort der Leiche rekonstruieren, was in den fraglichen Stunden geschehen ist, in denen Elvis allein im Bad war? Die Öffentlichkeit ging davon aus, dass er an einer Überdosis gestorben war, da Dr. Nikopoulos ihm alles verschrieb, was er verlangte. Laut toxikologischen Berichts nahm Elvis zahlreiche Medikamente ein. Der Gerichtsmediziner Dan Warlick fand im Bad allerdings keine Hinweise darauf, dass Elvis Tabletten eingenommen hatte. Das erschien mir merkwürdig. Möglicherweise hatten einige der Mitbewohner Vorkehrungen dafür getroffen, falls Elvis an einer absehbaren Medikamentenvergiftung sterben sollte. Dan Warlick konnte keine Indizien für einen akuten Medikamentenmissbrauch feststellen. Allerdings fiel ihm die Position auf, in der die Leiche gefunden wurde. Sie gibt Aufschluss über die Todesursache. Ich habe selbst diese Position eingenommen. Anhand von Speichelflecken auf dem Boden war das möglich. Meine Füße waren etwa 1,20 Meter von der Toilette, auf der er gesessen hatte, entfernt. Diese Position bedeutete, dass er mindestens 2 Schritte gegangen sein musste, bevor er zusammenbrach. Ich habe viele Todesfälle durch Medikamentenvergiftung und Herzversagen untersucht. Die Tatsache, dass Elvis aufstand und stolperte, ist in dieser Hinsicht bedeutsam. Bei einer Medikamentenvergiftung tritt gewöhnlich Atemnot auf, sodass das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Das führt zur Bewusstlosigkeit. Ein Betroffener würde auf der Toilette sitzen, zusammensacken und direkt daneben fallen. Die Tatsache, dass Elvis aufgestanden ist, Flaschen umwarf, das Buch fallen ließ und stolperte, lässt vermuten, dass er Hilfe suchte. Er muss Schmerzen verspürt haben, und das deutet für mich auf ein Herzversagen hin. Shepard hat auch noch weitere Indizien gefunden, die darauf hindeuten, dass der Medikamentenmissbrauch nicht unmittelbar zum Tod führte. Elvis hatte eine extrem vergrößerte Leber. Ursache können die Medikamente, seine schlechte Ernährung und sein hoher Cholesterinspiegel gewesen sein. Ein weiterer Grund dafür kann ein Herzversagen sein, so dass sich Blut in der Leber staut und das Organ anschwillt. Elvis litt an einer Verengung der Arterien, die das Herz mit Blut versorgen, einer sogenannten Arteriosklerose. Es gab noch ein weiteres Problem. Sein Herz war enorm vergrößert, wahrscheinlich aufgrund eines chronischen Bluthochdrucks.
Dieser sorgte dafür, dass der Muskel durch die erhöhte Anstrengung, die Blutzirkulation aufrechtzuerhalten, wuchs. Das Herz von Elvis wog 520 Gramm. Das durchschnittliche Herz eines Mannes wiegt 350 Gramm. Das zeigt, wie groß die Gefahr eines Herzversagens war. Die Herzbeschwerden waren so zahlreich, dass nach Shepherds Einschätzung der Tod von Elvis fast unvermeidlich war. Beim Versuch, seinen Darm zu entleeren, wird Elvis den Druck im Unterleib und in der Brust erhöht haben. Dabei kommt es zu einer physiologischen Veränderung, den die Medizin als Valsalva-Manöver kennt. Dabei wird die Muskulatur im Bauch- und Brustbereich angespannt. Entweder bei der Darmentleerung, bei der Geburt oder zum Druckausgleich im Mittelohr beim Tauchen. Der Druck steigt dabei an, sodass weniger Blut durch die Hohlvene zum Herz aus dem unteren Körperbereich zurückfließt. Dadurch steigt das Risiko eines Herzversagens. Durch die Anstrengung, den Darm zu entleeren, wurde der Blutfluss unterbrochen. Sein Herz setzte aus, er stürzte und starb. Es war wohl an der Zeit, für ihn zu gehen. Ist das schön? Natürlich nicht. Aber er hat da oben bestimmt eine tolle Zeit. Elvis wird immer der größte Entertainer aller Zeiten bleiben. Er hat 1 Milliarde Platten verkauft. Das hat noch keiner geschafft. Er fragte mich einmal, ob sich die Leute wohl an ihn erinnern werden. Ja, sagte ich, natürlich. Man wird sich immer an ihn erinnern, für seine Liebe und Hingabe. Denn er gab, bis er nicht mehr geben konnte.